Hallo, bei mir ist der Noel von Elektra und im nächsten Video geht es um? Geht es um unser Loft Go. Du hast uns das Loft Go mitgebracht. Ist ein alter Bekannter, oder? Ist es jetzt überarbeitet worden? Was habt ihr damit gemacht? Sag nochmal ganz kurz, für wen habt ihr das vor allen Dingen gemacht? Ja, also unser Loft Go ist tatsächlich unser absoluter Evergreen. Es gibt einen Unterschied zu dem Vorjahresmodell. Es kommt jetzt mit einem Active Line Plus Motor. Vorher war es der normale Active Line Motor. Das Rad richtet sich eigentlich an jeden, der wirklich einfach ein Rad mit einer wirklich tollen Designsprache haben möchte. Das stimmt, es wirkt unheimlich filigran. Vom Rahmen her erinnert es so ein bisschen an die französischen Sporträder aus den 80er Jahren. Und es ist auch sehr leicht. Jetzt sag mal kurz von der Ausstattung her, wo seht ihr den Einsatzbereich des Rades? Also der Einsatzbereich bei dem Rad liegt wirklich hauptsächlich im urbanen Bereich. Das heißt, ich fahre morgens damit zur Arbeit oder zur Universität und genau dafür ist das Rad gebaut. Und auch die Gepäckträger vorn, hinten, alles serienmäßig mit dem Active Plus Motor, sehr leise, trotzdem ausreichend kräftig. Gibt es in verschiedenen Farben auch? Genau, bei dem Loft Go haben wir 4 verschiedene Farbvarianten, da ist also auch für jeden was dabei. Es gibt das Bike einmal in der Farbe Green Tea, das ist das, was wir hier sehen. Wir haben ein schwarzes Modell, ein blaues und eins in Cream. Ja, da sollte auch wieder für jeden was dabei sein. Ich kann das nur jedem empfehlen, unbedingt mal zu fahren. Ich finde es klasse und fährt auch genauso gut, wie es aussieht. Danke dir. Gerne.